Liebe EWTN-Familie, ich befinde mich hier in Budapest, der Hauptstadt von Ungarn, auf dem sogenannten Heldenplatz. Hier wird Anfang September der Eucharistische Weltkongress stattfinden, zu dem auch Papst Franziskus erwartet wird. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen Glaubens, so heißt es. Doch was das konkret bedeutet für Sie und für mich persönlich in unserem Glaubensalltag, das versucht dieser Weltkongress mit Leben zu füllen. Es wird zahlreiche Katechesen geben, Vorträge, Workshops und, das ist das Wichtigste, es gibt die Möglichkeit, mit Jesus selber in Kontakt zu treten in der Heiligen Eucharistie. Wir von EWTN werden dieses Weltereignis live für Sie übertragen. Seien Sie gespannt und vor allem schalten Sie ein. Der 52. Internationale Eucharistische Kongress. Vom 5. bis 12. September 2021. Live und exklusiv aus Budapest in Ungarn, nur hier auf EWTN. Weitere Informationen zu allen Programmpunkten erhalten Sie auf unserer Internetseite iec.ewtn.de.